Also genauso wie wir uns das vorgestellt haben, der Hans hört auf. Ich habe mit ihm jetzt 4 Jahre im Beirat gesessen und ja, toller Mensch. Und ich wollte ihn verabschieden und deswegen haben wir die Altstädter zum Entree gebucht. Und jetzt geht die Post ab. Jetzt sind wir unterwegs beim Mademscher Shoppen hier im Tanzbrunnen. Heute war es Aufbau, Abbau. Und Abbau, ja. Okay. Ich muss rein, ich helfen hier und da. Wie lange ist man denn Hospitantin bei dem Mademscher? 1 Jahr. Ja. Ihr habt doch gleich ein bisschen Zeit zu feiern. Ja. Wir warten jetzt so, dass wir hier abgelöst werden. Wir freuen uns immer sehr, hier zu sein. Tanzbrunnen ist immer eine besondere Location, schöne Stimmung. Ja. Ja, mega. Wie viel habt ihr heute schon gehabt? Ich gucke im Moment nicht in den Kalender. Ich glaube, es waren 3 oder 4. 3. Ja, ich glaub, 3. Ja, okay. Du guckst in den Kalender. Darfst du eigentlich in der kurzen Zeit gar nicht in den Kalender gucken, weil sonst musst du immer rüber. Weil es hatten wir schon 2,5 Wochen Session. Gibt es denn irgendwie so ein geiles Highlight, wo er sagt, das war einfach mega? Karneval ist ein Highlight. Der Karneval ist generell ein Highlight. Ja, gerade die kurze Session, die hat es voll in sich. Also dieses direkt drauf und Vollgas. Und jetzt das wichtigste Utensil, was ihr auf jeden Fall im Bus dabei haben müsst auf so einer Tour. Wasser. Immer genug Wasser. Herz. Jetzt schauen wir mal, was hier unten so los ist, ob wir noch irgendjemanden finden. Hast du schon gesehen, wie voll die Bude ist? Die Bude ist total voll. Bin ich nervös? Nein. Ich freue mich. 2,5 Wochen Session. Gibt es schon irgendein Highlight? Ja, die Rabaue. Weil die einfach geil sind. Verstehst du? Ich glaube, als wir vor 13 Jahren den ersten gemacht haben, haben alle gesagt, so ein Partyformat, Ballermann. Aber ganz ehrlich, hier ist kein Ballermann, hier ist fast eine Laubenfuhr.